Hier müssen die 200.000 Besucher des traditionellen Schützenfests in Hannover glatt zweimal hinsehen. Denn dieses Mal haben sich auch zwei bekannte Gesichter und das Publikum gemischt. Erbprinz Ernst August und Ehefrau Ekaterina scheinen beim Umzug sichtlich Spaß zu haben und verlassen sogar ihre Plätze auf der Ehrentribüne, um hautnah dabei zu sein. Die gebürtige Russin, die zum ersten Mal dabei ist, beeindruckt mit einer ganz besonderen Geste. Einem Teilnehmer der Gay-Parade überreicht die 31-Jährige eine Rose und erhält im Gegenzug eine Regenbogenfahne. In ihrem weißen Sommerkleid sieht Ekaterina einfach umwerfend aus. Der raffinierte Schnitt bringt den tollen After-Baby-Body der Erbprinzessin zur Geltung und die weiten Puffärmel verleihen dem Look das gewisse Etwas. Kaum zu glauben, dass sie erst im Februar Töchterchen Elisabeth zur Welt gebracht hat. Das Familienglück steht dem Paar ins Gesicht geschrieben. Immer wieder lächeln Ernst August und Ekaterina einander an. Was für eine gelungene Premiere für die Welfenprinzessin. Und wer weiß, vielleicht bringen die beiden im nächsten Jahr auch ihren Nachwuchs mit.